Willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. So, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben und zwar wollten wir das Propaganda-Video entfernen, damit ich aber irgendwie nicht weitergekommen. Ja, jetzt war das so, ich habe es gefunden. Hier vor diesem Teil stand so ein Frachtding, was ich mit dieser Drohne beseitigen musste. Ja, und jetzt ist hier der Weg frei. Einmal kapern. Genau, jetzt kommen wir hier rein. Das war das Rätsels Lösung. Hier, okay. Gut. Und jetzt heißt es interagieren. Herausforderung abgeschlossen. CT auf Widerstand vergrößert. Perfekt. Hauen wir hier ab. Unglaublich, dass Alien diese Werbung ausnutzen wollte, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren, wenn diese nette Firma doch gutes Geld dafür gezahlt hat. Die Gerechtigkeit siegt. Oder so ähnlich. Ja. Oder so ähnlich. So, wo sind wir? Da. Gut, ja, machen wir jetzt trotzdem mit dem Opa weiter, würde ich sagen. Alles klar. Was war das denn? Gut, dann werden wir jetzt, wie versprochen, mit der Story weitermachen. Ja, in der letzten Folge nicht ganz so geklappt, weil mir halt das... Mit dem Propaganda-Video habe ich nicht recht verstanden, beziehungsweise ich wusste nicht weiter. Aber kann immer passieren. So ist das halt in Watch Dogs. Ist ja auch langweilig, wenn man sofort alles rausfindet. Man will ja auch ein bisschen Herausforderung und Spaß haben, ne? Ich hoffe, wir kommen nicht umgelegen, aber wir brauchen deine Fähigkeiten für etwas. Hier. Yeah. Hundewelpen oder so. Denk mal nach und überleg dir, was du da tust. Gibt dir mal was? Was? Was geht hier ab? Etwas mehr Abstand wäre nett. Dumpfbacke. Okay, hier sind die irgendwie alle ein bisschen geizig. Und dann trinken wir eben ein. Dann trinken wir eben ein. Kein Battle, okay. So, egal. Genug mit dem Spaß. Wir machen jetzt mit der Mission weiter. Und zwar müssen wir hier drüben... was ist eigentlich das hier? Ach so, Arena. Alles klar. So, ich hätte gerne ein Auto. Danke. Wieso fährt er nicht?
ist das denn? Ein Moment. Darf ich jetzt vielleicht einmal kurz gucken, was das sein soll? Wo sind wir denn? Hier? Was ist das? Du! Du magst Bärnackelkämpfe? Hältst dich wohl für tough? Hä? Weißt du, warum wir hier im Schlachthaus kämpfen? Warum? Weil du wie ein Tier zerlegt werden wirst. Du willst dich unserem Champion stellen? Er wird dich zerreißen. Ich freue mich auf die Show. Okay. Okay, dann machen wir das doch mal. Wieso nicht? Gibt es 5 Titelturniere mit jeweils einem eigenem amtierenden Champion. Sobald ein Titelkampf abgeschlossen ist, findest du diesen Arena Freundschaftsturniere mit 9 Kämpfen statt. Das Wattengebot. Bei manchen Kämpfen gibt es besondere Angebote von einflussreichen Glücksspielern. Wenn du den Wettkampf erfüllst, erhältst du eine zusätzliche Belohnung. Und Kämpferrekrutierung. Ist eine Arena einmal abgeschlossen, kannst du eine Liste rekrutierter Kämpfer neuer Rekruten auswählen. Okay. Komm herein, die Show geht gleich los. Machen wir erstmal das Tutorial, oder? Ach ne, das hatten wir eben. Dann kämpfen wir. Ja, komm. Dann machen wir das. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht einen Charakter. Aber jetzt kämpft halt der Penner. Der Penner kämpft. Amateurkämpferin. Okay. Treffer. Genau das wollen wir sehen, habe ich recht, Leute? Oh, der Penner hat aber einiges drauf. Oh mein Gott, was für ein verdammt übler Treffer. Oh. Das ist ein Treffer, einer für die Geschichtsbücher. Sauberer Treffer, ja, geil, der Penner hat gewonnen. Mit einem Knockout. Jessica Christin. Wie schwach, weiter ein. Okay. Seht euch diese Gesichter an. Platziert eure Gruppen und macht euch verdammt nochmal bereit. Ein verflucht heftiger Schlag. Mein Gott! Wie mache ich nochmal Beinarbeit? Der Treffer sah echt schmerzhaft aus. Oh Scheiße, könnte das der Sieg sein? Das ist der feinste Mord da drin. Oh, Vorsicht. So muss das aussehen. Ein guter Schlag von einer guten Kämpferin. Okay, und nochmal gewonnen. Der Obdachlose kann wohl was. Seht ihr von zu Hause zu? Online, auf der Straße? Seid ihr live dabei, um die Action zu spüren? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen härter. Immer ihr seid, heute werdet ihr nichts anderes mehr sehen. Oh, das wird sich am Morgen noch wehtun, falls es ein Morgen gibt. Da wären fast die Zähne geflogen. Was redet der da? Das ist mal gute Unterhaltung und ein harter Schlag für unsere Kämpferin. Oh, Alter. Alter Schwede. Letzter Kampf, oder was? Ganz genau. Wir haben gewonnen, ne? Ihr liebt
Kapitän. Sein Vater war ein Kämpfer und sein Boss. Er hat eine Menge zu beweisen und repräsentiert alle Rowdies. Ich... fordert bei Niederlage Verstärkung an. Das ist doch unfair, oder nicht? Zuverlässig wie immer. Okay, komm schon, bringen wir es hinter uns. Vielleicht verlieren wir vielleicht doch nicht. Digga, die Stimme passt immer gar nicht. Und sofort in den Angriff. Oh Scheiße, das nenne ich mal einen soliden Treffer! Habt ihr diesen Wahnsinnstreffer im Stream gesehen? Oh Mann! Oh, komm, 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 direkt dran. Wir haben fast die Zähne geflogen. Oh, wieder ausgewichen. So muss das aussehen. Ein guter Schlag von einer guten... Und jetzt fordert er Verstärkung an. Wer ist er denn? Richtig, der Feigling. Ab geht's. Ey, komm schon. Habt ihr diesen Wahnsinnstreffer im Stream gesehen? Oh Mann! Das ist ein Treffer! Einer für die Geschichtsbücher! Oh, das wird sicher morgen noch wehtun, falls es ein Morgen gibt. Okay, erstmal hier den Starken hier rausholen. Ein harter Schlag für unsere Kämpferin. Und es geht auf die Bretter. Habt ihr das im Livestream gesehen? Vorsicht. Den hätten wir. Die müssten wir jetzt eigentlich auch haben. Wieder beenden. Und alle. Alle bekommen. Und 100 Eto bekommen. Lernt das frische Blut kennen. Ja, man, wenigstens ist immer noch fair. Ja, das hat doch was gebracht. Bisschen Vox-Erfahrung. Und der Opa hat die alle vermöbelt. Enrico, wen haben wir denn hier? So, warte mal. Mission ansehen. Ich würde sagen, holen wir uns den, oder? Was ist mit ihm, Bagley? Anscheinend hat man ihn im Visier. Clan Kelly hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Warum? Er nimmt an Untergrundboxkämpfen teil und er ist gefährlicher und blutdürstiger als ein Moskito mit Malaria. Im letzten Kampf hat er den von den Banden...
unterstützten Favoriten besiegt. Und jetzt schicken sie einen Vollstrecker los, damit er ganz bestimmt nie wieder gewinnt. Clan Kelly soll lernen, wie man fair gewinnt. Finden wir diesen Vollstrecker, Bagley? Schon geschehen. Neutralisiere den Kelly, den Clan Kelly Vollstrecker. Wo ist denn der? Alter, da ganz da hinten. Was ist das denn bei Mission? Rekrutierungs. Na gut, fahren wir dahin. Oh, Lady, vorsichtig, nicht vor das Auto laufen. Ja, dann heißt das jetzt ein bisschen hier fahren. Oder... Nee, komm, wir machen als erstes jetzt hier diese Mission, das habe ich ja versprochen. Wir werden die zweite an der Hauptmission machen, oder? Gut, auf geht's. Die nationale Kriminal- So. Gut, da wären wir. Erst würde ich hier ein bisschen im Shop und zwar die Masken ein bisschen eintauschen. Garderobe. Masken. Was hat der für eine Maske? Nee, du bekommst die hier. Shop. Okay, das haben wir neu. Schuhe haben wir auch neu. Okay. Gut. Waffen. Wo sind eigentlich, wo können wir die Waffen nochmal herstellen? Datenspeicher. Nichts Neues. Das haben die gestern Abend gespielt. Wo machen wir noch mal mit den Waffen? Reden. Alles klar? Also sind wir jetzt einfach Deadsec? Durchlaufen wir noch ein Training oder so? Ich hätte gerne eine Broschüre. Hast du eine Broschüre bekommen? Der beste Ort, um Widerstand zu lernen, ist die Straße. Da sammeln wir alle Erfahrungen. Mann! Ich hätte fast jemanden vom Sirs rekrutiert. Und mit fast rekrutiert meine ich rumgeknutscht. Ich war schon kurz davor, Informationen rauszuknallen, wenn du verstehst. Ich habe gerade erst angefangen und fast schon verkackt. Ich verstehe. Das Ganze ist einfach groß, verstehst du? Viel größer, als wir dachten. Will er kneifen, oder wie? Mit ihr können wir auch reden. Ah, hier sind unsere ganzen Rekruten. Naja, machen wir jetzt mal hier weiter. Interagieren. So. Wollen ja auch ein bisschen vorankommen jetzt, ne?
Gute Arbeit, Team. Es ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass DedSec auf ihrer Seite kämpft. Okay, Team vergrößern und dann die Wichser ausschalten, die unsere Stadt ruinieren. Ja, und was ist mit Albion? Sie haben die Stadt total in ihrer Gewalt und halten uns hier fest. Vergiss mal nicht Clan Kelly. Die Wichser haben zu viel Macht. Den mache ich Ärger. Wahr, aber denk dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Okay, Eto 750, nimm den Anruf entgegen. Mission abgeschlossen, melde dich zum Dienst. Was ist das hier? Fotoautomat. Ich habe Hinweise, mit denen wir mehr über Zero Day und die Anschläge erfahren können. Ich habe ein verschlüsseltes Signal der Toan-Konferenz abgefangen, das seit der Nacht der Anschläge in Endlosschleife sendet. Untersuch das mal. Vielleicht kannst du ja die neue AR-Technologie nutzen, die wir gestohlen, die wir uns geborgt haben. Einfach geil. Ja, ja, okay. Das war echt hart. Ja, das machen wir gleich. Ich will jetzt hier erstmal ein bisschen in den Shop und neue Klamotten kaufen. Wir haben jetzt ja relativ viel Oberbekleidung. Was haben wir denn da Schönes? Unterkleidung brauchen wir eigentlich nicht. Ich finde, der hier sieht ganz nice aus. Neue Klamotten. Das können wir uns. Das bekommt auf jeden Fall der Opa. Ja. Shop. Hosen. Da. Beinkleidung. Okay, es passt irgendwie gar nicht, ne? Masken. Schade, dass wir keine Masken neu haben. Schuhe? Nee, Shop. Bekleidung. Ach, da gibt's nur diese Hosen, ne? Was gibt's denn an Schuhen im Shop? Ja, die sehen alle nicht so geil aus, ne? Hüte. Ah. Wenn ich ehrlich bin, bocken die alle nicht so, ne? So, aber ich wollte doch jetzt den neuen Pullover anziehen. Hallo? Garderobe, Outfits, nein, Oberbekleidung. Da. Perfekt. So, das hat doch jetzt ein bisschen Style, oder? Alles klar, dann werden wir jetzt auch ein paar Punkte noch einlösen. Paar Technikpunkte. Was ist das hier? Granatwerfer und eine Shotgun. Bewusstlos schlagen kann, okay. Die reduziert erlittenen Schaden für alle DedSec-Agenten. Ich glaube, das ist auch relativ. Vielleicht nehme ich das hier. Deaktiviert werden. Ja, ich überlege gerade. Ich finde, das ist hier ziemlich geil. Vielleicht kaufen wir uns das, oder? Komm. Können wir denn noch was? Und den Faustkampf finde ich hier eigentlich ganz lustig. Aber ich denke, dass wir vielleicht
die hier nehmen sollten. Eine neue Knarre, ja. Gut, das war's dann jetzt mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir, ich denke, wohin müssen wir denn da? Okay, nach da hinten. Das ist die Knackelliga. Hier müssen wir auch noch was Propaganda zerstören, fällt mir gerade ein. Wie groß ist denn eigentlich die Karte? Ja, okay, scheint nicht ganz so groß zu sein. Ich glaube, das ist nur das Gebiet hier. Diese drei Bezirke. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht, oder? Na, mal gucken. So, nächste Folge, weiß ich noch nicht, was wir machen. Entweder wir holen uns... Ich habe halt Bock, Lukas zu rekrutieren, bin ich ganz ehrlich. Aber der ist halt hier hinten, ne? Vielleicht machen wir das. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Seid gerne wieder mit dabei, schaltet ein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die Mission habt ihr gesehen, was wir denn machen. Und wenn dennoch Zeit ist, werden wir mit der Story weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne eine Bewertung da oder auch ein Abo. Ciao.